Und erneut willkommen, liebe Freunde, zu einer weiteren Folge von Ratchet & Clank All for One. Ja, wir machen direkt dort weiter, wo zuletzt hier stehen geblieben sind. Und zwar befinden uns wir immer noch auf den Alderos-Ebenen. Und direkt neben uns ist auch wieder ein Waffenhändler, aber der hat etwas nichts Neues für uns. Schade. Aber ich konnte wieder meine Munition wieder voll machen. Und ich würde sagen, wir machen einfach direkt mal weiter, denn laut Mission müssen wir in Susis Dorf gehen. Und das werden wir natürlich jetzt auch machen. Weil was anderes können wir jetzt auch nichts machen. So, wieder drehen. Und es war sowas von klar, dass wir hier Besucher bekommen. Aber ich will nicht getroffen werden, Ratchet. So, mach es kaputt, Ratchet. Mach es kaputt. Jawohl, geht doch. Okay, hier sind wieder diese Kreaturen. Ach, halt, falsche Taste. So, alle schön einsaugen. Hey, ich hab einen. Wunderbar. Ach, hier sind noch Kisten. Und weiter geht's. Ich bin bereit. Oh, noch mehr von euch. So, Bogenpeitsche. Ach nee. Ach so, das waren schon die richtigen? Oder? Ich bin jetzt gerade verwirrt. Das waren noch andere Kampfbots. Oder nee. Halt. Was red ich denn da? Ja, das waren schon gegnere Kampfbots. Weil die hatten nur so komische grüne Plattformen. So, und rüberschwingen. Vorsicht! Diese Graboiden sind echt gemein. Vor allem, wenn man sie mit Steinen bewirft. Okay, danke für die kleine Warnung. So, und hier sind wieder diese Kreaturen. Hey, ich hab einen. So, wir haben jetzt 33 von denen. Und hier ist wieder Checkpoint. Sehr schön. Und hier ist auch wieder eine Plattform. Ich bin bereit. So, und rüberschwingen. Und jetzt rüberspringen. Vorsicht. Und rüberspringen. 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 Und rüberspringen. Wunderbar. Dieser Anschluss benötigt eine Art Energiequelle. Dieser Voltageist dürfte ausreichen, um die Brücke zu aktivieren. Alles, was ihr braucht, ist ein freier Anschluss und ein gutes Auge. Okay, das ist ein Foltergeist. Sehr interessant. Ah, und jetzt haben wir eine Brücke gebaut. So, wieder voll. Und wir haben neue Gegner. Gravoid. So, Clank, komm drauf. Wunderbar, Checkpoint. So, aber hier sind noch diese Felsen. Ist hier vielleicht ein Helmbolt versteckt? Oh, 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 okay. Nee, nee, da verzichte ich lieber. So, verzieht euch. Also bei denen muss man ganz schön vorsichtig sein, vor allem wenn wir auf solche Plattformen drauf sind.
Ja, komm, weg, verzieht euch! Ja! Okay, hier sind wir wieder sicher. Und wir haben es geschafft. Sehr schön. Komm, Clank. Ich muss hier drauf. Zack. Und zack. Wunderbar. Ja, also es geht schon richtig einfach hier. Mit der Steuerung. Aber ganz ehrlich, ich bin immer noch nicht gewöhnt, dass man nur mit R1 schießt. Also ich meine, ich habe in den letzten Teil auch mit R1 geschossen. Aber wenn ich einfach die Kreistaste drücke, aktiviert man automatisch den Vacuum. Okay. Hahaha, ich habe schon auf euch gewartet. Sehr gut, Kumpel. So, hier sind wieder sicher. So, kommt her, ihr kleinen Tiere. So, an den Zielpunkt nicht nachgeben. Sehr schön. Habe neue Munition. Mach dich bereit, Ratchet. Okay, hier müssen wir wieder aufpassen. Hier sind ganz schöne Menge Kisten. Das finde ich sehr nett. Oh, oh, wir haben jetzt zwei Richtungen. Okay. So, ich glaube, hier ist der richtige Weg. Deswegen gehe ich erstmal da lang. Oder ist es der richtige Weg? Ich weiß nicht. Für mich sehen eher beide richtige Wege aus. So, ah, hier sind nur Kisten. So, aufpassen. Wow, wow. So, Nanotech, wunderbar. Ich bin wieder voll. So, ah, hier ist ein Helden-Mode. Ach, den kriegt man ja ganz leicht. So, einen Helden-Mode. Und Design Zukunfts Ratchet Outfit haben wir freigeschaltet. Okay, Zukunfts-Outfit Ratchet. Sehr interessant. Aber ich glaube, wir kriegen sowieso nicht alle Helden-Bolts, weil, wenn ich das schon gerade gesehen habe, denke ich mal, es gibt Türen, wo man nur zu viert rankommt. Und ich spiele ja quasi alleine. Eigentlich auch zu zweit, weil Clank macht das ja auch noch automatisch mit. Cool, mehr Munition. Ladung angekommen. Du wirst langsam richtig gut mit dem Ratchet. Bereit, Kumpel? Was mache ich denn? So, ein Moment mal, ein Moment mal. Okay, ah! Ja, okay. Wie gesagt, es ist noch ein bisschen alles neu für mich. Ich muss mal ein bisschen hier reinkommen. Und wir haben neue Gegner. Alter, wie viele? Nein! Oh, verzieht euch! Oh Gott, das sieht nicht gut aus. Wir kommen.
So, komm, einer ist schon mal down. Jetzt bist nur noch du, mein Freund. Jawohl. Oh. So, komm, Clank, das schaffen wir. Jawohl. Och nee, da kommt noch einer. Obwohl, der bleibt hier. Och, komm schon, Spiel. So, mit dem Brenner. Ah, mit dem Brenner erreiche ich ihn schon. So, Clank, was machst du? Du stehst nur hier rum. Ich könnte schon deine Hilfe gebrauchen. Und es macht Kaboom. Okay, wunderbar. Sind hier irgendwelche noch Kisten? Obwohl, ich kann nicht mehr hier rüber, weil Clank nicht mitkommt. Danke vielmals, Clank, für deine Hilfe. Ah, hier ist Gott sei Dank Nanotech und auch Munition-Plattform. Genau, was der Techniker verordnet hat. So, komm, Clank. Clank! Okay, wo ist denn jetzt Clank? Oh, muss ich das jetzt wirklich alleine machen? Na komm, das schaffen wir. Jawohl, und zack. Und zack. Und ich hab's geschafft. Oh, Clank ist wieder da. So, ist hier irgendwas? Weil hier sind solche Plattformen. Hier sieht es so aus, ob wir hier lang gehen können, aber ich trau manchmal diese Wege nicht. So reden die immer, diese kleinen Roboter. Nein. So wie kleine Putzdrohnen. Meine Roboterfreunde, willkommen. Ja, das sieht man, dass wir wir kommen in Frieden. Bereit, Kumpel? Ich bin bereit. Wow. Hey, ich hab einen. So, ich weiß nicht warum, aber ich habe das Gefühl, wir nähern uns schon ein bisschen ins Susis Dorf. So, bitte runter. Wir sind ein exzellentes Team. Wer gehört mir? Und Clank fällt natürlich wieder runter, ey. Ach, was sagt man dazu? Hey, weg von meinem Freund! Gut gemacht, Ratchet. Sehr gut, Kumpel. Oh, Gravoid, Fiesling. Vorsicht, Freunde! Dieser Gravoid kann offenbar einfache Waffen zur Selbstverteidigung basteln. So, stirb du, Monster. Und er ist tot. Durch Sonnenwinde ohne Supernova ist eine Galaxiepfadfinderin. Hey, ihr habt's geschafft. Kommt, mein Dorf liegt gleich davon. So, Streukanone. Na, das nicht was ganz Neues. Jawohl. Oh, vorsichtig, Ratchet. Bloß. Hallo? Warum kann ich nicht nach oben? Warum geht das nicht? Na bitte. Warum ging das vorher nicht? Naja, ist jetzt auch egal. Ich bin jetzt drauf. Fertig. Mach dich bereit, Ratchet.
Das macht Spaß. Okay, Leute, da sind wir nun in Susis Dorf. Okay. Ja, und das war auch schon das Levelende. Ja, also an sich war das jetzt Level wirklich sehr kurz. Aber dennoch, wisst ihr natürlich auch, was das heißt. Es heißt, dass ich wieder die Folge beenden muss. Wie leid es mir auch tut, aber ich muss... Denn wenn ich einfach weitermache und wenn ich irgendwo mittendrin aufhöre, muss ich wieder von hier anfangen und das möchte ich eigentlich nicht genau. Deswegen hoffe ich wirklich, die Folge hat euch etwas sehr gefallen. Wenn ja, dann lasst es mich ruhig gerne wissen. Und ansonsten würde ich jetzt nur sagen, danke fürs Zuschauen, danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Und wir sehen uns Ganze in der nächsten Folge hier bei Ratchet & Clank All for One. Macht's gut, meine lieben Freunde. Tschüss.